Also ich glaube fest daran, dass die E-Mobilität kommen wird. Das halte ich für also ganz, ganz sicher, weil das ist auch, denke ich, auch allen klar. Die fossilen Brennstoffe sind eben sehr begrenzt. Öl und Gas ist nur knapp vorhanden in begrenzter Menge. Insofern haben wir uns auch entschlossen, auch mit unserem Allianzzentrum für Technik uns jetzt auch intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch jetzt schon Erfahrung zu sammeln im Sinne unserer Kunden, weil ich glaube, gegenüber Politik und Industrie besitzen wir auch eine gewisse Neutralität und ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Kunden da auch ein starkes Interesse haben. Natürlich gibt es hier auch Probleme. Also ich denke auch, sowohl Industrie als auch Politik haben sich ja noch mit entsprechenden Herausforderungen auseinanderzusetzen. Das sind die bekannten Themen eben wie Ladezeiten bei den Fahrzeugen, das ganze Thema Infrastruktur. Finden auch unsere Verbraucher, unsere Kunden letztendlich auch genügend E-Tankstellen, um dann diese Fahrzeuge betanken zu können. Also es gibt ja einige Themen, die da auch noch im Raum stehen und die gelöst werden müssen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, weil ich meine, der Verbrennungsmotor, der hat ja auch nicht von heute auf morgen die Kutsche abgelöst. Also insofern, glaube ich, können wir uns da auch noch ein bisschen die Zeit geben. Aber es wird vielleicht schneller gehen, als wir alle denken. Bei der Allianz kann man Elektrofahrzeuge problemlos versichern. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Jahren mit alternativen Antrieben und auch selbstverständlich mit reinen E-Fahrzeugen. Es gibt ja noch gar nicht so viele zugelassene reine E-Fahrzeuge in Deutschland. Wir haben aber bereits über 300 Fahrzeuge bei uns versichert. Interessant ist übrigens in dem Zusammenhang auch, dass elektrisch angetriebene Motorräder in den Zulassungszahlen sehr stark ansteigen. Also auch hier Tendenz ganz klar steigend. Wir wollen natürlich auch als verlässlicher Partner von Elektrofahrzeugherstellern auch weiterhin dieses Thema begleiten und auch dort unsere Kompetenz für Versicherung unterstreichen.